Und da sind wir wieder beim Spiel um die Tröne. Den gerade etwas traurigeren Spiel um die Tröne. In der letzten Folge haben wir der Beerdigung unseres Vaters beigewohnt und ihm den letzten Kuss erwiesen, den die roten Priester von Rolor als Ehre gegenüber den Toten erweisen. Als größte Ehre gegenüber den Toten, aber es kam hier in Flussrad nicht gut an. Und deswegen sollen wir jetzt sprechen mit dem Meister Harwin. Aber erstmal reden wir hier mit Ravella, die sich wahrscheinlich bei uns beschweren wird über diesen Kuss. Ich glaube nicht, dass es noch viel zu sagen gibt, Alastair. Euer Verlust tut mir aufrichtig leid. Ihr wisst, wie viel mir euer Vater bedeutet hat. Aber wenn ihr nicht bereit seid, mir wirklich zuzuhören, wäre es besser, wenn ihr geht. Ich denke, wir werden hier diese Seite mal benutzen. Ich hatte euch weniger ungestüm in Erinnerung, Ravella. Und ich hatte euch respektvoller in Erinnerung. Diese Zeremonie stand unter der Obhut der Sieben. Euer schändliches Verhalten hat die anständigen Menschen unnötig empört. So, jetzt könnten wir nochmal aggressiv reagieren. Aber ich denke, dass wir hier ihr zeigen sollen, dass wir nach unserem eigenen Glauben nur gehandelt haben. Es tut mir leid, Septa. Aber die Rituale der Sieben bedeuten mir schon lange nichts mehr. Ich habe einen anderen Weg eingeschlagen. Seht ihr denn nicht, dass ihr und all die verlorenen Seelen von Westeros alle nur zu unterschiedlichen Strahlen derselben Sonne betet? Ihr müsst doch auch spüren, dass euer Götterhimmel, eure sieben Götter, nur ein kleiner Teil des großen Ganzen ist, nicht wahr? Hättet ihr mir damals zugehört, dann wüsstet ihr, dass die Sieben ein Ganzes bilden. Aber um dies zu verstehen, muss man die Gesamtheit ihrer Lehren verstehen. Vielleicht wäre es besser, ein einfaches Holzfeuer anzubeten, wie es die anderen roten Priester tun. Es ist immer einfacher zu verehren, was heller leuchtet. Die Flamme spendet Licht und Wärme. Sie ist die Quelle des Lebens. Ich bin mir sicher, andere Geschöpfe teilen euren Glauben. Wie diese Lustmolche zum Beispiel. Ich habe einen von eurer Art miterlebt. Thoros von Myr war sein Name. Ein wahrer Schwerenöter und Säufer. Irren ist menschlich. Unser Orden stiftet nicht zur Gier an, Ravella. Aber die Freuden des Fleisches sind nicht grundsätzlich verboten, wenn sie aus Liebe geschehen. Und ich selbst habe fette Septonen gesehen, die sich dem Alkohol hingaben. Dennoch sollte man nicht alle Septonen aufgrund dieser seltenen Fälle verurteilen. Das hat gerade noch gefehlt. Ein Heretiker, der sich das Recht herausnimmt, über einen Gläubigen zu urteilen. Ich verbiete euch, so mit mir zu sprechen, Ravella. Ich respektiere euren Glauben und ihr werdet meinen respektieren. Vergebt mir, Milord. Eure Inbrunst ehrt euch, Ravella. Ihr habt mich erzogen, so wie ihr auch meinen Bruder und meine Schwester erzogen habt. Aber ich kann es nicht erlauben, dass eine Untergebene mir Respektlosigkeit entgegenbringt. Versteht ihr das? Selbstverständlich. Ich werde mich in Zukunft zurückhalten. Daran habe ich keinen Zweifel. Dieser Spruch, ich respektiere euren Glauben und ihr habt auch meinen zu respektieren, den finde ich, der sagt genau aus, was ich dazu denke. Ich bin selber nicht gläubig, aber wenn Leute gläubig sind, dann denke ich nicht direkt, dass sie ja total dumm sind, weil sie an einen Gott glauben. Das ist halt deren Sache und das lasse ich auch so. Und ich finde, das sollten viel mehr so machen. Und was finden wir denn hier? Wir haben einen Archiveintrag und das Siegel der Erkenntnis. Ja, okay, das Siegel der Erkenntnis ist anscheinend wertvoll. Kann man gut verkaufen, wenn wir denn einen Käufer finden. So, und dann denke ich mal, gehen wir in den Burghof von Flussrad. Denn was tot ist, kann niemals sterben, doch erhebt es sich von Neuem härter und stärker. Den, der das gesagt hat, kann ich jetzt nicht sagen, konnte ich jetzt nicht lesen. Und hier im Burghof ist es auch sehr schön. Also, die Landschaft, die Unreal Engine ist zwar nicht gut ausgenutzt, wie ich schon oft erwähnt habe hier, die Texturen, die werden sehr stark schwach abgeschwächt. Wenn man hier hingeht, sind sie sehr viel schlechter als hier. Aber hier sind sie immer noch nicht wirklich gut. Aber insgesamt ist es doch recht schön gehalten hier. Die Burg gefällt mir. So, hier haben wir noch einen Händler.
sehen, was der so anzubieten hat. Und ich muss gerade mal das Fenster zumachen, weil mir kalt wird. Ich mache aufs Kipp, damit hier nicht so schlechte Luft drin herrscht. So. Hier können wir Pfeile kaufen. Ich weiß gar nicht, wie das mit den Pfeilen ist. Haben wir unendlich? Ich weiß es nicht. So. Und hier können wir auch mal gucken, was unser Ring, den wir gefunden haben, das Siegel der Erkenntnis wert ist. Naja, viel ist das ja jetzt nicht, wenn man sich mal hier die Preise anguckt. Die kostenlosen Sachen anscheinend, aber naja, gut sind sie auch nicht. Die Pfeile, okay. Na, weiß ich gar nicht. Sollen wir was kaufen von den Pfeilen? Ich habe auch keine Ahnung mehr, auf was wir uns da spezialisiert haben. Ach, wir haben uns auf alles gleich spezialisiert, stimmt ja. Aber ich lasse es erstmal. Beziehungsweise, nein, die Preise hier sind überragend. Im Gegensatz zu den anderen Preisen da. Gucken wir mal, was hat es bessere Werte? Ja, das hat bessere Werte. In allen Belangen. Kaufen wir das doch gleich mal. Ja, mehr als eine Armbrust brauchen wir nicht. Ja, ist kostenlos, warum denn nicht? Hat der auch bessere Werte? Ne, das ist einfach unser Boden, genau, unser Bogen ist es. Mann, ich setze mich gerade nochmal um, Entschuldigung. Für die Störgeräusche und so. Und dann gucken wir mal. Wir können den Dolch auch mitnehmen. Also wir können die beiden mal mitnehmen. Ja. Und nochmal ja. Und dann gucken wir mal, was wir hier einen stumpfen Bolzen. Das ist eine 1%ige Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner nach einem Treffer 3 Sekunden lang betäubt ist. Okay. Das ist nichts. Anscheinend haben wir halt hier immer die normalen Bolzen für 2 Silber. Und für 20 Silber, die dann noch mit einem Effekt sind. Das haben wir hier überall anscheinend. Genau, auch immer zum gleichen Preis. Ich würde mal sagen, wir kaufen hier erstmal mal 1 steht er nicht. Ich weiß es nicht, wie das mit den Pfeilen ist. Das lassen wir jetzt erstmal. Ich guck mal hier ins Inventar, wie das aussieht. Steht da eine Zahl hinter? Nein, da steht keine Zahl hinter. Deswegen weiß ich gar nicht, wie das ist. Da steht mal 1, mal 1. Wir testen es. Dann wissen wir es. Komm, Moment. Na toll. Jetzt haben wir zweimal die gleiche Armbrust, oder? Habe ich das richtig? Alte Armbrust? Oh nein, wir haben eine bessere Armbrust. Na, zum Glück haben wir hierfür kein Geld ausgegeben. So, dann setzen wir doch vielleicht mal die Armbrust ein. Und was haben wir hier für Pfeile? Das weiß ich nicht. Weil die ja anscheinend besser ist. Außerdem mag ich Armbrust irgendwie mehr als Bögen. So. Und dann kaufen wir uns hier Bluten, bewegungsunfähig oder betäubt. Ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen bewegungsunfähig und betäubt. Bei bewegungsunfähig kann er wahrscheinlich nicht ausweichen und bei betäubt kann er gar nichts machen. So, ich denke Bluten nehmen wir uns aber jetzt einfach mal zum Austesten. So. Und dann setzen wir den blutenden Pfeil auch direkt mal ein. Ach, wir können nur Bolzen nehmen. Verdammt. Ich bin doof. Wir hatten da drunter ja noch Bolzen. Können wir die wieder verkaufen für den gleichen Preis? Das wäre gut. Ja, ist klar. Na toll. Egal. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Wir müssen hier lang. Und hier ist unser Meister Harwin. Dann reden wir auch mal direkt mal mit ihm. Ah, Alistair, da bist du ja. Bitte verlasst uns. Du bist also über die Situation hier nicht allzu beunruhigt? Was ich bei meiner Ankunft in der Stadt sah, war genug. Es ist eine Katastrophe. Die Menschen können so nicht weiterleben. Ich habe gehört, dass die benachbarten Lords unseren Leuten das Land weggenommen haben. So ist es. Die Armut ist mit den Jahren immer schlimmer geworden. Als die benachbarten Lords von der Situation deines Vaters Wind bekamen, nutzten sie ihre Gelegenheit. Aber dazu haben sie kein Recht.
Unsere Lehnsherren, die Lannisters, hätten informiert werden müssen. Das stimmt. Aber unser Verhältnis zu ihnen war nicht das Beste, da dein Vater Tywin Lannister für deinen Fortgang verantwortlich machte. Nach seinem Tod entschied deine Schwester, mit dem einflussreichsten Mitglied der Familie zu sprechen. Deshalb bat sie um eine Audienz mit Königin Cersei Lannister im Roten Bergfried. Die Ansage war klar. Unsere Lehnsherren würden uns helfen, sobald unser Land einen neuen Lord hat. Also versuchte deine Schwester, dies zu erreichen. Flussrad gehört Haus Servic seit Generationen. Elyana hat sich geweigert, den Lord eines anderen Hauses zu ehelichen. Daher hat die Königin einen Mann für deine Schwester ausgesucht. Wer ist es? Valar, der Bastardsohn deines Vaters. Dein Halbbruder. Valar? Ich verließ Westeros und hatte gehofft, diesen Namen nie wieder zu hören. Es kommt nicht in Frage, dass meine Schwester ihn heiratet. Er ist von unserem Blut. Wie kann die Königin eine solche Hochzeit fordern, die wieder die Natur ist? Dir ist doch klar, dass Elyana den Namen ihres Ehegatten annehmen müsste, würde sie einen anderen Lord ehelichen. Valar ist ein Bastard und hat somit keinen Familiennamen. Es war die einzige Möglichkeit, Flussrad für Haus Servic zu bewahren. Was hat sich geändert? Er war nur ein einfacher Knappe, als er mit mir in den Krieg zog. Nur ein Ritter darf eine Lady heiraten. Valar stieg auf und wurde zum Ritter geschlagen. Die Königin nahm ihn in ihre Dienste. Aber Valar hat Haus Servic gedient. Wie kam er der Königin so nahe? Als dein Vater ihn allein aus dem Krieg zurückkehren sah, machte er ihn für dein Verschwinden verantwortlich. Egal, wie sehr Valar auch behauptete, nur zum Wohle des Hauses Servic zu handeln, dein Vater glaubte ihm nicht. Er verfluchte ihn und jagte ihn für immer aus Flussrad fort. Dein Halbbruder war rasend vor Wut und schwor Rache. Er verbrachte anscheinend einige Jahre in der Zitadelle, um mit Bildung seinen niederen Stand auszugleichen. Ein Meister kann kein Lord werden. Er wurde kein Meister, sondern hörte mit dem Rang eines Akolyten auf. Er lernte die Kriegskünste, studierte die höheren Mysterien und knüpfte Kontakte. Ein paar Jahre später wurde er aus der Zitadelle geworfen, weil er die verbotenen Künste studiert hatte. Seitdem war er ein Söldner. Sein Ruf verbreitete sich schnell und kam auch der Königin zu Ohren. Innerhalb von 2 Jahren stieg er vom einfachen Soldaten zur Wache der Königin auf. Er bewegt sich in den Schatten. Die Edlen am Hof fürchten ihn. Woher wisst ihr das alles? Ich begleitete deine Schwester zum Roten Bergfried in Königsmund für ihre Audienz bei der Königin. Dort erfuhr ich dies alles über ihn. Valar. Er hat mir schon zu viel genommen. Ich kann nicht einfach zusehen, wie er meine Schwester heiratet. Es gibt noch etwas, worüber wir sprechen sollten. Ich hätte dir das gerne erspart. Ich glaube nicht, dass der Tod deines Vaters ein Unfall war. Es gibt bestimmte Anzeichen, die darauf hindeuten, dass er vergiftet wurde. Seid ihr sicher? Glaub mir, Alistair, ich kenne mich damit aus. Der Würger ist ein schwer nachweisbares Gift, aber es hinterlässt gewisse Spuren, die durch nichts anderes verursacht werden können. Da. Gift. Was hat das jetzt alles zu bedeuten? Das ist eigentlich das Gleiche, was wir hier sagen. Und ihr habt keine Ahnung, wer dahinter stecken könnte? Ich bin mir nicht sicher. Aber es gibt Gerüchte über einen möglichen Täter. Sagt mir, wer es ist. Das könnte vielleicht zu viel für dich sein, aber die Gerüchte besagen, dass es dein jüngerer Bruder Gawen war. Gawen? Er war noch ein Kind, als ich ging. Er und Lord Reynald hatten ernsthafte Streitigkeiten und er verschwand in der Nacht, in der dein Vater starb.
Wir haben seitdem nichts mehr von ihm gehört. Warum? Warum hätte er so etwas tun sollen? Meister Harwin, die Menschen rebellieren. In der ganzen Stadt gibt es Aufstände. Bei der brodelnden Unzufriedenheit war es nur eine Frage der Zeit, bis das passiert. Ja, warum rebellieren sie, ist ja wohl klar. Sagt mir, hat die Wache von Flussrad die Situation unter Kontrolle? Im Moment sichern sie die Eingänge zur Burg. Die Barrikaden schützen uns vor einem direkten Angriff. Aber wir können nicht auf die Straßen. Wir haben zu wenig Männer und sind mit der Situation heillos überfordert. Wer steckt hinter dieser Revolte? Ich glaube, ich weiß, wer sie anführt. Ich bin bei meiner Ankunft einem gewissen Tyrek begegnet. Ein Aufrührer, der die Leute anstachelt und sie zu den Waffen greifen lässt. Tyrek? Ich habe von ein paar Wachmännern gehört, dass er die Leute auf dem Marktplatz aufwiegelt. Wie konnten die Dinge nur so außer Kontrolle geraten? Nun, die Lords verließen die Burg nach der Beerdigung mit ihrer edlen Kleidung und all dem Klunker, während die Dorfbewohner hungern. Der zur Schau gestellte Reichtum muss sie provoziert haben. Plötzlich brach die Hölle los. Die Dorfbewohner begannen, die Lords anzugreifen und sie als Geiseln zu nehmen. Ihr sagt, die Revolte wird vom Marktplatz aus angeführt? Dann müssen wir sofort dorthin. Hauptmann Rühmann sagt, das sei unmöglich. Unsere Männer können die Leute schon an den Burgtoren kaum unter Kontrolle halten. Wir sind nicht genug, um einen Ausbruch wagen zu können. Wo ist Hauptmann Rühmann? An den Toren. Er war es, der die Barrikaden angeordnet hat. Bei den Sieben? Wenn Rühmann sich darum kümmert, wird die Revolte mit Feuer und Blutvergießen enden. Flussrad hat schon zu viel erlitten. Ich muss mich zu Rühmann begeben. Flussrad braucht mich. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie unser Land zugrunde geht. In Ordnung. Aber bitte sei vorsichtig. Du bist ein Sarvik. Handle als Lehnsherr und denke daran, dass deine Taten Konsequenzen haben werden. Ich werde tun, was getan werden muss. Ich bin mir sicher, das wirst du. Wir werden tun, was getan werden muss. Und das werden wir machen in der nächsten Folge, die dann hoffentlich mal wieder ein wenig spannender wird und in der wir dann auch unsere Armbrust ausprobieren können. Also bis dann. Tschüss.